In diesem Video wird das Ellbogengelenk Articulatio Cubiti thematisiert. Im Ellbogengelenk artikulieren der Humerus, Oberarmknochen und die Unterarmknochen Elle und Speiche, Ulna und Radius und bilden innerhalb des Ellbogengelenks drei Teilgelenke. Im Articulatio Humero-Ulnaris zwischen den Humerus und Ulna artikulieren die Trochlea humeri mit der Incisura trochlearis der Ulna. Funktionell handelt es sich um ein Scharniergelenk, das eine Extension und Flexion ermöglicht. Im Articulatio humeroradialis zwischen Humerus und Radius artikulieren das Capitulum humeri und die Fovea articularis radii. Das Gelenk ist eigentlich ein Kugelgelenk, jedoch bewirkt die Membrana interossea eine Fixation des Radius an die Ulna, sodass das Teilgelenk lediglich zwei Freiheitsgrade besitzt: Pronation, Supination und Flexion und Extension. Das Articulatio radio ulnaris proximalis zwischen den proximalen Enden der Radius und der Ulna ist ein Zapfengelenk. Die Circumferentia articularis radii artikuliert mit der Incisura radialis ulne und dem an der Innenseite überknorpelten Ligamentum annulare radii.